Ist das Geldverdienen durch Kampfsport haram? Das Problem ist, der Kampfsport selber ist viel mit Wetten zu tun und mit hier und mit da. Und dann nochmal die Frage, wie praktiziert er den Kampfsport? Schlägt er den Leuten ins Gesicht? Deswegen sollte man das vermeiden. Du kannst Kampfsport machen, aber dafür Geld verdienen, Allahu a'lam, sollte man unterlassen. Weil da ist viel mit Haram verbunden. Viel mit Haram verbunden. Du bekommst Geld dafür, dass du einen zusammenschlägst, wie dieses MMA. Dass du einen nicht zusammenschlägst, kaputt schlägst, krankenhausreif schlägst. Das ist was anderes. Also wenn du als Trainer zum Beispiel eine Kampfschule hast und du hast Leute, die bei dir MMA lernen. MMA an sich ist nicht verboten. Aufgepasst, MMA, Kickboxen, all diese Kampfsportarten sind nicht verboten. Weil viele denken, das ist verboten, okay, dann lege ich mich hin. Nein, es ist nicht verboten. Das heißt, du kannst eine Schule aufmachen, ein Trainer sein, achte nur darauf, dass die Leute jetzt sich nicht ins Gesicht schlagen und dass sie sich nicht wirklich so wehtun, eine, irgendwelche Knochenbrüche oder so. Das darf nicht sein. Das heißt, beim Sparring auch sollte man darauf aufpassen, dass man denjenigen nicht so wehtut. Ja, dass man ein bisschen so locker Sparring miteinander praktiziert und das war's. Und dann trainierst du die Leute dafür, dass sie fit sind, dafür, dass sie sich verteidigen können, dafür, dass sie irgendwann mal bereit sind, wenn es so ist. Wallahu alam. Ja, die Nazis, die AfD-Leute, Pegida, Querdenker, die trainieren. Wofür trainieren sie? Für den Tag X. Die trainieren. Sie machen sich fit. Sie wollen uns irgendwann mal fertig machen. Und wenn dann jeder Zweite von uns so einen Bauch hat, gar nichts kann, kein Kampfsport kann, gar nichts kann, dann was soll er dann noch machen? Was soll er dann noch machen? Möge Allah uns bewahren. Und du sagst den Leuten, schaut mal, ich bringe euch das bei. Ihr dürft nicht willkürlich die Leute schlagen. Ihr dürft nicht diese Disziplin, die man halt so mitgibt. Und du darfst keinen von denen in den Kampf schicken. Ja? Man sagt, wie soll ich mein Geld verdienen? Ja, durch die Beiträge. Was willst du mehr? Ja, weil diese Trainer, die verdienen ja Geld dadurch, indem sie ihre Jungs in den Kampf schicken. Brauchst du nicht. Und wenn du das so praktizierst, inshallah, kein Problem, inshallah. Weil du bringst den Leuten etwas bei, das heißt, du begehst eine Dienstleistung und dafür bekommst du Geld. Das ist legitim islamisch. Das ist kein Problem, inshallah. Wallahu a'lam.